Mensch, Negativität kann echt schaden. Also ich bin nicht immer 100% positiv, aber ich versuche immer positiv zu sein, ja. Ich denke auch nicht, dass man immer positiv sein muss. Wichtiger ist, dass man wahrhaftig ist, authentisch ist, ja. Und wenn man mal gerade nicht ganz positiv ist, dann ist das auch in Ordnung, meiner Meinung nach. Ja. Aber heute möchte ich mit dir über Negativität sprechen und was es für Auswirkungen haben kann. Ich versuche mich so gut wie möglich vor Negativität zu schützen. Ja, ich bekomme sehr viel Feedback, ja, 99,99% von dem Feedback, was ich bekomme, ist positiv, kommt aus einer guten Intention heraus, ist sehr, da stecken sehr viele gute Überlegungen dahinter, ja, ich kann es nachvollziehen, ja, und es ist hilfreich, ja, und das kann auch mal Kritik sein, ja, aber man kann ja auch positiv Kritik geben. Ja, man kann ja auch konstruktive Kritik geben. Ja, und das schätze ich an euch total, dass ihr mir sehr gutes Feedback gibt. Ja, also sehr gut im Sinne von, dass es positiv ist, dass ich etwas gut gemacht habe, aber auch wenn ihr konstruktive Kritik habt. Also wenn ihr Kritik habt, dann ist sie eigentlich fast immer konstruktiv. Aber dann gibt es dann vielleicht einen Kommentar oder zwei Kommentare, so ein Kommentar alle 3 Monate oder eine E-Mail alle 3 Monate, die negativ ist. Und das kann schon Auswirkungen haben, selbst auf mich. Also ich versuche mich immer davor zu schützen und ich habe auch negative Kritik bekommen, wo ich dachte, nee, die Person weiß nicht, was ich mache. Ja, das ist nämlich ein Weg, wie man sich schützen kann vor Negativität, meiner Meinung nach, indem man einmal überlegt, weiß diese Person, was ich mache? Ja, weiß diese Person, was mein Ziel ist? Denn wenn mich jemand kritisiert, aber nicht versteht, was mein Ziel ist, dann kann ich diese Kritik auch ignorieren. Ja. Oder wenn ich die Person näher kenne oder wenn ich der Person vertraue, dann hat die Kritik natürlich einen höheren Stellenwert, als wenn die Kritik das erste und einzige ist, was ich jemals von der Person höre. Ja, wenn ich noch nie etwas von der Person gehört habe, dann denke ich mir auch, okay, das muss ich jetzt nicht unbedingt zu Herzen nehmen. Also es gibt zum Beispiel ein paar von euch, die ich immer wieder sehe. Ja, also ihr schreibt immer wieder Kommentare, ich sehe euch immer wieder in meinem Feed, also auf Twitter oder auf Facebook oder auf YouTube. Und ihr gebt mir Feedback und dann achte ich natürlich sehr darauf. Ja. Eine Person hat mir sogar sehr geholfen, die Richtung zu ändern, ja. Weil es eine Zeit lang gab, wo ich komplett das Thema persönliche Entwicklung ausgeklammert habe. Ich habe nicht mehr wirklich über persönliche Entwicklung gesprochen und die Person hat mir Feedback gegeben und weil es jemand war, den ich schon länger kannte und der schon lange dabei ist und mit dem ich schon viele Interaktionen hatte, hatte mir sehr geholfen. Also habe ich mir das zu Herzen genommen und es hat mir sehr geholfen, Authentic German Learning wieder auf eine Bahn zu bringen, die mir auch gefällt, ja, weil ich euch natürlich inspirieren möchte und das ist etwas, was mich unterscheidet, diese persönliche Entwicklungsschiene, wenn man im Deutschen sagt, also die Blablabla-Schiene heißt,
dass man etwas aus einer bestimmten Perspektive macht. Ja, also das sind so meine Gedanken über Negativität. Und welche Auswirkungen es hat, das fand ich ganz interessant. Welche Auswirkungen ein Kommentar auf mich hatte, den ich vor, weiß nicht, 1-2 Jahren bekommen hatte. Ja? Also, das war zu der Zeit, wo ich gerade mein Buch veröffentlicht habe. Ja? Hier ist immer ein bisschen eine Geschichte so aus den ist im Hintergrund, aus dem ein Blick hinter die Kulissen. Ja, ich gebe euch mal einen Blick hinter die Kulissen. Ich habe mein Buch veröffentlicht und ich habe E-Mails geschrieben für meinen Verteiler und in der einen E-Mail habe ich gesagt, hey, ich habe jetzt dieses Buch, mit dem man Grammatik lernen kann, auf eine humorvolle Art und Weise, ja, ein E-Buch, ein Hörbuch und damit kann man Grammatik lernen auf eine humorvolle Art und Weise. Und ich habe es kurz erwähnt am Anfang der E-Mail, dann einen Link, ja, dann noch ein bisschen mehr erzählt über das Buch und dann am Ende, hey, hier, klick mich, damit die Leute auch wissen, wie sie das E-Buch und das Hörbuch bekommen können. Und eine Person, sehr negativ meiner Meinung nach, schrieb, ja, ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber so von wegen, ja, du hast 2 Links in deiner E-Mail gehabt oder sowas. Na, ja, das ist zu viel oder hat sich beschwert, dass ich Werbung mache für mein Buch, von dem ich überzeugt bin, dass es sehr vielen Deutschlernern hilft und helfen wird. Und das hat ihnen nicht gefallen. Und ich habe mir das viel zu sehr zu Herzen genommen und seitdem sehr wenig Werbung gemacht. Zu einem Punkt, dass manche Leute mir geschrieben haben und gesagt haben, hey Marco, ich möchte dein E-Buch kaufen, aber ich weiß nicht, wie ich es finden kann. Da dachte ich mir so, okay, ich muss irgendwas falsch machen, wenn die Leute etwas von mir kaufen wollen, aber nicht wissen, wie sie es kaufen können. Ja. Und jetzt vor 2-3 Monaten habe ich die Entscheidung getroffen, nein, ich werde mich nicht dafür entschuldigen, dass ich Materialien habe, die Leuten helfen. Okay, und inspiriert von einem virtuellen Mentor, den ich habe, also einem Mentor, von dem ich lerne, der hat das so gemacht, dass er jeden Tag eine E-Mail sendet, ja, und in jeder E-Mail gibt er auch einen Tipp oder einen Rat oder irgendetwas, was potenziell wertvoll sein kann. Aber er gibt auch jedes Mal einen Link zu einem Produkt. Ja? Also er gibt etwas Wertvolles, aber er sagt auch jedes Mal, hey, wenn du wirklich gut lernen möchtest, dann kaufe mein Produkt, weil ich weiß, dass mein Produkt dir helfen wird. Und vor 2 Monaten habe ich entschieden, genau dasselbe zu tun. Ja, ich habe mich entschieden, ich möchte auch jeden Tag eine E-Mail schreiben. Ja. Es gelingt mir nicht immer und deswegen schreibe ich meistens 2, wenn ich kann, ja, sodass ich, wenn ich mal nicht schreiben kann, dann schon ein paar im Puffer habe. Und habe jetzt mehr als 45 E-Mails geschrieben, die du jeden Tag bekommen kannst. Und in den E-Mails gebe ich dir Tipps, ich gebe dir Ratschläge, ich gebe dir Hilfe und ich erwähne auch, dass ich eine Deutschlernakademie habe, weil ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass die Leute das wissen. Ja, ich
bekommen nämlich die seltsamsten Fragen manchmal. Also das heißt seltsam, ich kann es verstehen, ne? Aber also eben Fragen zum Beispiel wie, wie kann ich dein E-Buch kaufen? Ja? Oder auch, was meine Lieblingsfrage ist, was ist dein Beruf? Und ich denke mir immer, na das hier, das ist mein Beruf. So, ich bin Online-Deutschlehrer. Und da denke ich mir, wenn mich jemand fragt, was ist dein Beruf, dann heißt das für mich, okay, ich kommuniziere nicht klar genug, was ich hier mache. Ich kommuniziere nicht klar genug, was das Ziel ist, nämlich ein Online-Business aufzubauen und das, was ich verkaufe, sind Deutschlernmaterialien, die die Leute inspirieren, die den Leuten helfen, effizient Deutsch zu lernen. Und natürlich gebe ich auch sehr viel frei verfügbar. Habe ich aber auch Produkte. Und wenn jemand das nicht weiß, dann denke ich, okay, vielleicht mehr verkaufen und genau, also einfach mehr verkaufen, aber trotzdem immer noch etwas Wertvolles geben. Das ist mir sehr wichtig, dass selbst wenn ich verkaufe, selbst wenn ich sage, hey, ich habe dieses Produkt, ich möchte es an dich verkaufen, dass ich trotzdem, ja, und jetzt kommen wir wieder zurück zur Positivität versus Negativität, dass ich trotzdem auch sehr positiv bin und etwas gebe. Ja, dass ich nicht nur sage, gib mir, sondern dass ich immer sage, hey, ich gebe dir und wenn du möchtest, dann habe ich noch etwas für dich, falls du bereit bist, Geld zu geben. Das ist jetzt mal einen großen Blick hinter die Kulissen. Das ist meine Philosophie, meine Strategie, das, was ich auch machen will, das, was auch mich glücklich macht, ja, also es ist langfristig etwas, was erfolgreich sein wird, ja, und auch langfristig etwas, was mich glücklich machen, was mich glücklich macht und auch glücklich halten wird. Denn wenn ich zum Beispiel nicht sehr viel geben würde, ja, dann würde es mir auch keinen Spaß machen. Ja, wenn ich zum Beispiel die ganze Zeit nur verkaufen würde und sagen, in jedem Video Kauf, 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 Kauf und nichts geben würde, dann macht es mir auch keinen Spaß. Ja. Ich möchte auch Tipps geben und ich weiß zum Beispiel, dass sehr viele meiner Leser, meiner Zuschauer und so aus ärmlichen Regionen kommen und sich einfach nicht meine Produkte leisten können, egal wie preiswert ich sie gestalte. Ja, können sie nicht. Ja. Manchmal ist es auch einfach nicht möglich, weil sie keine Kreditkarte haben oder kein PayPal und es ist auch nicht möglich, das zu bekommen und so weiter und so weiter. Aber das ist, genau, also der Punkt ist, ich weiß, viele Leute können zum Beispiel kein Geld geben und dann möchte ich auch, dass diese Leute die Möglichkeit haben, gut Deutsch zu lernen, ohne etwas investieren zu müssen. Ja, dass sie zumindest meine Videos schauen können und so weiter. Ja, also es wird immer zwangsläufig, ich meine, das ist, wie das Ganze funktioniert, zwangsläufig sind die Materialien immer besser für diejenigen, die bereit sind, auch Geld zu bezahlen. Ja, ich möchte ja Produkte anbieten, die besser sind als das, was ich frei verfügbar gebe. Ja. Aber zu einem gewissen Grad ist es dann doch möglich, dass diese Leute Deutsch lernen, auch wenn sie gerade kein Geld zur Verfügung haben. Ja, und wie hat Negativität geschadet, um das mal zusammenzufassen? Ja, hätte ich mir das zum Beispiel nicht zu Herzen genommen, wäre ich viel standfester und sehr viel, vielleicht auch authentischer. Ja?
zum Beispiel solche Videos wie dieses Video. Ja? Das ist ein sehr ehrliches Video, würde ich sagen, ein sehr authentisches Video. Ich sage in diesem Video frei heraus, was ich denke und rede darüber, was mir wichtig ist und so weiter. Und ja, das ist das. Und eine Sache, die ich auch immer gerne machen möchte, ist, dass wir es zurückbringen zu dir. Was hat das alles mit dir zu tun? Nun, ich habe jetzt erstmal lange Zeit über mich geredet und über das Businessmodell von Authentic German Learning und so weiter. Aber wenn wir die Frage Positivität versus Negativität zurück auf dich bringen, dann ist mein Rat für dich, ja, lerne aus meinem Fehler, nimm dir nicht jede Kritik sehr zu Herzen. Oder überlege, ob die Person weiß, was du tun möchtest, was dein Ziel ist. Das war nämlich bei mir das Problem. Die Person wusste nicht, was mein Ziel ist oder hat nicht verstanden, wie sehr ich an mein Produkt glaube, dass ich alles tun wollte, dass die Leute davon erfahren. Ja, auch übrigens, falls ein paar von euch nicht wissen, wie sie meine Produkte kaufen können, schaut mal auf die Webseite, da gibt es ein Menü und da findet ihr meinen Shop. Mein Rat an dich, ich meine, aus dem, was ich gelernt habe, nimm dir nicht Ratschläge zu sehr zu Herzen, wenn die Person nicht weiß, was dein Ziel ist und wenn du diese Person noch nicht so lange kennst. Und sei nicht zu schnell bereit, dein Verhalten zu ändern, sondern höre lieber darauf, was dir dein Herz sagt, ja, dein inneres Gefühl, ja, dein innerer moralischer Kompass. Ja. Also du kannst den auch gut benutzen. Also manchmal, wenn jemand Kritik übt an einen selbst, dann nimmt man das manchmal sehr an und dann scheint es so, als kommt das von innen, als scheint es so, als würde das eigene Gewissen zustimmen. Ja? Aber manchmal, wenn man ehrlich ist, dann, wenn man versucht, so authentisch wie möglich zu sein, dann merkt man vielleicht, ne, eigentlich ist das nicht meine Meinung. Ja? Also ich merke das ganz stark, wenn ich das Bedürfnis habe, jemandem zustimmen, dann merke ich sehr stark, dass manchmal eine Stimme in meinem Kopf ist, die sagt, na, eigentlich stimmst du nicht wirklich zu. Und dann versuche ich natürlich, mich zu stoppen. Und genauso ist es auch mit Kritik. Ja? Wenn jemand Kritik an dich übt, dann kann es sein, dass ein Teil von dir sagt, na, das ist eigentlich nicht Kritik, die ich akzeptieren kann, weil ich anderer Meinung bin. Ja? Ich denke, ich habe das schon richtig gemacht. Okay? Wir alle gehen durchs Leben. Wir alle lernen, wir alle machen Fehler. Ich habe letztens auch etwas getan, wo ich immer noch nicht ganz sicher bin, ob das jetzt ein Fehler war oder nicht. Ich habe es jetzt ein kleines bisschen verbessert, sodass es kein Fehler mehr in der Zukunft ist. Aber wir alle lernen, wir alle verbessern uns. Und sollte ich etwas falsch machen, dann sag mir ruhig Bescheid und ich entscheide dann, ob ich das annehmen möchte oder nicht. Und halte dich fern von Negativität, strebe danach, so positiv wie möglich zu sein, aber sei auch wahrhaftig und authentisch. Und das war's. Ich habe schon lange genug geredet. Das ist ein Rekord, fast 20 Minuten. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns später. Tschüss!